Im heutigen Video zeige ich euch eine sinnvolle und funktionelle Übungsalternative zum Sit-Up und Crunch, und zwar die Medizinballbombe. Viel Spaß und viel Erfolg mit den Informationen aus diesem Video. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Luke Brandenburg, Medical Fitness Trainer. Heute mit einer sinnvollen Alternativübung zum Sit-Up und zum Crunch. Der Medizinballbombe, ihr habt die Übung gerade im Intro gesehen, und mir ist bewusst, dass diese Art Übung nicht in jedem herkömmlichen kommerziellen Fitnessstudio trainierbar ist. Deswegen an der Stelle auch nochmal der Hinweis, schaut mal in meiner Playlist Funktionelles Bauchmuskeltraining vorbei. Da findet ihr auch sehr, sehr viele alternative statische Übungen, wie zum Beispiel ein Vierfüßer, Plank, Renegade Row, Seitstütz, die, denke ich, mit den Hausregeln eures Studios vereinbar sind. Da könnt ihr dann vorbeischauen. Und für alle anderen, die zu Hause im Garten, im CrossFit-Studio trainieren können, für die ist jetzt folgende Übung. Und erstmal zum Thema, warum ist diese etwas artistisch anmutende Übung eine sinnvolle Alternative für einen Crunch? Ja, schaut euch da bitte unbedingt mal das Video zu an, die 10 schlimmsten funktionellen Grundübungen aller Zeiten, Sit-Up Crunch. Da erkläre ich halt, dass man beim Crunch gegen die Schwerkraft die ganze Zeit, ich sag mal mehr oder weniger konzentrisch, isometrisch, sein Rectus Abdominis, Hüftbeugemuskulatur, Brustmuskulatur, konzentrisch trainiert. Ja, das heißt, das führt schnell zu einer Musterüberladung, weil man den ganzen Tag am Schreibtisch hängt, und dann trainiert man sich in diese Position rein. So, wer jetzt genau aufgepasst hat, der hat festgestellt, okay, aber diese Übung hat das ja auch. Ja, das heißt, hier mache ich in der Luft sozusagen bei der Abwärtsbewegung einen Crunch. Das sieht nicht nur so aus, sondern ich gebe da auch Gas. Das heißt, ich auch in der Abwärtsbewegung drücke ich den Ball mit dieser Flexionsbewegung auch der Brustwirbelsäule nach unten. Was allerdings noch passiert, ist eine ganze Menge an weiteren Dingen. Wenn ich diesen Ball habe, dann habe ich nämlich als erstes mal eine Ausgangsposition. Das ist hier die Kniebeuge. Auch dazu habe ich zur funktionellen Kniebeuge habe ich ein Video gemacht. Schaut euch das an. Ja, hier ist meine Beinrückseite geladen. Das ist jetzt, wenn ihr es am Anfang nicht direkt super sauber drin habt, jetzt nicht kriegsentscheidend bei dieser Übung, aber das sollte hinterher klappen, weil umso besser die Beinrückseite geladen ist, umso effizienter und besser kann ich halt hier auch hoch in diese geladene Position, an der Spitze der Übung sozusagen. Ja, das heißt, diese Übung, und das ist der große Vorteil zum Sit-Up, der erste große Vorteil, stellt eine Kette dar. Wir arbeiten die ganze Zeit im aufrechten Stand. Ja, das heißt, meine Bauchmuskulatur arbeitet, aber in der kompletten vorderseitigen Muskelkette. Ja? Nacken, Brustband, Rectus Abdominis, Hüftbeuger, Tibialis Anterior etc. Und wenn ich jetzt hier oben bin mit dem Medizinball, dann ist meine ganze rückwärtige Kette geladen. Ja? Das heißt Rückenstrecker, Po, Beinrückseite, Wadenmuskulatur. Ja? Und da ist jetzt ein zweites wichtiges Konzept, was ihr mal so zumindest gehört haben solltet. Ich habe eine Kette konzentrisch geladen, in dem Fall die hintere Kette, die ist jetzt zusammengezogen. Die vordere ist exzentrisch geladen. Ich habe Bogenspannung aufgebaut, und diese Bogenspannung, die feuere ich dann ab, pumpe in die Abwärtsbewegung noch konzentrisch Kraft über die Bauchmuskeln, hier liegt dann der Fokus auf dem Rectus Abdominis, aber auch auf den tiefen Bauchmuskeln, und ramme den Ball in den Boden. Bevor ich ein paar Bewegungen vormache, das Konzept könnt ihr gerade am Schreibtisch jetzt zu Hause an eurem PC nachprobieren, wenn ihr die Hand auf den Tisch legt. An der Stelle schöne Grüße an den Tamai, von dem habe ich dieses kleine Experiment. Ja, ihr nehmt zum Beispiel euren Mittelfinger und ihr hebt den hoch. Ja? Und jetzt feuert ihr den aus eigener Muskelkraft runter. Ja, so. Ja, merkt ihr vielleicht so einen kleinen Patscher. Ja, für wirklich viel Kraft wirkt da nicht. Ja? So, was passiert jetzt, wenn ihr den Finger ladet und loslässt? Ist schon heftiger. Was passiert jetzt, wenn ihr den Finger ladet,
gegen den Daumen drückt und dann loslasst, ja, dann werdet ihr feststellen, okay, das gibt einen, auf dem Tisch zumindest sogar fast einen richtigen Knall. Und das ist das Konzept. Ja. Das heißt, ich lade die vordere Kette exzentrisch, bogenspannungsmäßig auf, ja, arbeite dann sogar konzentrisch in die Bewegung rein und lasse dann los und feuer das Ding auf dem, in der Abwärtsbewegung ab. Ja. Also Finger, pam, ja, und jetzt. Ja, gleiches Konzept. So, und jetzt kommen wir mal zu ein paar technischen Feinheiten dieser Übung. Was ich euch empfehlen kann, nehmt einen Medizinball mit geringem Durchmesser, wenn ihr habt, 4 Kilo. Hinterher könnt ihr auch einen größeren nehmen. Der ist allerdings schwerer zu halten, ja, was ja nicht unbedingt ein Nachteil ist, aber vor allen Dingen den Trainingseffekt ja, so ein bisschen auf eurem Schultergürtel erhöht. Und Ausgangsposition ist, wie ich das gerade schon erwähnt habe, die funktionelle Kniebeuge. Das Video unbedingt dazu mal anschauen, ja, wie man richtig die Beinrückseite lädt. Ja. Und was ihr dann machen solltet, auch erstmal mit den Füßen am Boden, ja, diese Streckbewegung nach oben. Ein häufiger Fehler, den hier viele Leute machen, ist, ja, die laden hier den unteren Rücken. Ja, das heißt, hier solltet ihr schon mit eurer Bauchmuskulatur arbeiten. Das heißt, das Becken kippen, ja, dass die Spannung wirklich nicht in den Rücken geht, sondern in der vorderen Kette ist Po, Bauch ist angespannt. Ja. Wichtig vor der Übung, macht wirklich eure Brustwirbelsäulen, Mobilität. Ja, schaut euch dazu die Videos zum Thema Rundrücken an, wer da besonders Probleme hat, damit ihr hier oben, ja, auch wenn da nicht so viel Bewegung reinpasst, damit ihr hier mehr rausholt. Ja, das heißt, nicht so viel hier, sondern mehr oben aus dem Rücken. Ja. Und dann werdet ihr feststellen, okay, ich komme zwar gefühlt nicht so weit nach hinten, aber es ist sehr stabil. Ja. Ich überstrecke hier nicht, ihr habt dann nach dem Training keine Rückenprobleme, sondern dann habt ihr auch wirklich die richtige Zielmuskulatur getroffen. Ja. Das heißt, Kniebeuge hoch, das ist der erste Teil der Übung. Ja. Und wenn ihr das richtig macht, dann ist eigentlich der letzte Teil ein Kinderspiel, weil dann nutzt ihr die Spannung eigentlich nur, ja, lässt den Ball runterfeuern und pumpt noch so ein bisschen die Energie hinterher, cruncht ruhig, ja, also ich würde einen relativ engen Stand wählen, ja, am Ende die Arme zur Seite fallen lassen, nicht gegen die Oberschenkel schlagen, das ist relativ unangenehm, passiert am Anfang mal gerne. Ja, und dann, wichtig ist, dass ihr die Energie auch noch abfangt, ja. Ausgangsposition ist hier wieder die Kniebeuge. Ja, was ihr dann hinterher machen könnt als Skalierung, ja, ist einen kleinen Sprung mit einbauen zum Beispiel. Wie gesagt, würde ich am Anfang nicht empfehlen, erstmal das Lademuster üben, ja. Wer so ein bisschen mehr aus dem Athletikbereich kommt und was für seine Explosivität tun möchte, ja. Der nimmt dann einen Sprung mit rein oder ähnliche explosive Techniken. Ja, und ihr merkt, ich atme schon relativ schwer. Das ist eine relativ anstrengende Übung. Auch hier nicht so sehr auf Wiederholungen achten. Bleibt sauber. Am Anfang etwas zwischen 5 und 10 Wiederholungen am Stück höchstens. Sobald ihr merkt, okay, die Technik, die stimmt jetzt hier nicht mehr so ganz, aufhören. Ja, das ist keine Übung, die ihr bis zur Erschöpfung machen solltet, sondern wirklich auf die koordinativen Abläufe achten, diese verbessern, eure Bewegungseffizienz verbessern und somit langfristig schmerzfrei bleiben. Und bitte, bitte auch mit den Skalierungen der Schwierigkeit aufpassen. Ja? Nützt euch nichts mit schlechter Technik, die schwere Skalierung zu machen. Ich mache die übrigens auch gar nicht so oft mit dem Springen, sondern bleib auch, gerade weil ich Probleme mit der Aufrichtung der Brustwirbelsäule habe, lieber am Boden und fokussiere mich dann auf meine Schwäche. Und ja, in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auch unbedingt mal in der Videobeschreibung vorbei. Es sind jetzt zukünftig Workshops zum Thema Medical Fitness geplant. Da findet ihr einen Link in der Videobeschreibung, könnt ihr draufklicken, eure E-Mail-Adresse und euren Namen eintragen. Keine Angst, keine Werbung, sondern dann werdet ihr zu Seminarterminen und den Inhalten der Seminare informiert. Ja, das heißt,
In Planung sind Seminare zum Thema Verletzung von Nacken, Rücken über Knieprobleme bis hin zu Achillessehnenentzündung, also alle möglichen orthopädischen Einschränkungen. Themen sind Haltung und natürlich funktionelle Grundübungen und richtige Bewegungsabläufe und darauf basierende richtige Trainingsplanung. Ich würde mich freuen, auf einem dieser Seminare euch kennenzulernen. Und bis dahin, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, Daumen nach oben zu geben. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.